Ja. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, würde ich sagen. Authentizität, das ist wichtig in so einer Sendung. Keine Fremdwörter. Da weiß man auch schon, wie so Punkt 9 und Punkt 12 das machen, ne? Naja, aber es gibt noch andere wichtige Themen. Zum Beispiel die verrückteste Frau im deutschen internationalen, im interregionalen Showbusiness. Ja. Wer ist das? Berliner. Lady Gaga, ja. Die wechselt ihre Kostüme auf der Bühne häufiger als clever und smart in einem ganzen Agentenleben. Ja. Und jetzt hat sie gesagt, Mensch, ich bin schon 25, ich muss jetzt auch mal langsam die Kurve kriegen. Hat eine Biografie geschrieben. Ach, steht alles drin. Mit 25. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen spät dieser Tage, oder? Ich meine, da muss man ja viel früher schon anfangen, eine Biografie zu schreiben. Aber ich habe mir tatsächlich doch noch die Mühe gemacht, mal ein bisschen reinzulesen und war überrascht, wie viel sie da noch wusste. Denn nach dem, was sie so durchlebt hat, muss sie eine Menge Freunde angerufen haben. Denn an alles erinnern kannst du dich bei dem Lebenswandel nach 25 Jahren eigentlich gar nicht. Also bis 20 hat sie eigentlich komplett nur in ihrem eigenen Zimmer gesessen, sich eingeschlossen, Gebirge von Koks weggeschnupft, The Cure gehört und war scheiße drauf. Im Rausch hat sie sogar einmal nackt ihrem Freund Hackbällchen serviert. Das steht da drin. Da stellt sich jetzt so die Frage, das ist so eine Betrachtungssache. Ne? Ich meine, der eine wird sagen, nackt Hackbällchen servieren, das ist größenwahnsinnig oder geisteskrank. Der andere wird sagen, das ist ja das gleiche Konzept wie bei Hooters. Ja, aber sie hat sich dann auch irgendwann gesagt, also sie dann gesagt, jetzt bin ich 20, jetzt muss ich auch langsam mal so ein bisschen die Kurve kriegen, denn ihre Tante, das steht auch darin, ist gestorben, als sie 19 war. Weil sie nackt Hackbällchen serviert hat? Nein, sie war Malerin und hat poetische Sachen aufgeschrieben und so weiter. Und Frau Gaga hat dann irgendwann so einen Anfall gekriegt und gesagt, ich muss das Werk meiner Tante vervollständigen. Ja, Pokerface. Gibt es irgendwas Poetischeres? Ich finde das logisch. Aber ihr musikalisches Emporkommen, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, war ja tatsächlich in einem New Yorker Club, der fast leer gespielt wurde, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann entschieden hat, okay, ich muss jetzt hier mal für Stimmung sorgen. Und das war auch der erste Moment, wo dann mal geschrien wurde, sie hat sich die Klamotten vom Leib gerissen und saß in Unterwäsche am Klavier. Und ja, da war eine gute Stimmung. Da muss man sagen, ja. Ich meine, das macht Udo Jürgens seit 40 Jahren. So beendet er eigentlich jedes Konzert. Richtig neu ist das natürlich nicht. Aber wir freuen uns darauf. Und sobald es das gibt, da würde ich einfach mal eine Lesung ansetzen. Ja, da kann man auch sehr, einfach mal bei MTV gerne. Home lesen. Wobei ich mir jetzt gerade noch die Frage stelle, wenn man wirklich aufhört zu koksen und sich fühlt wie Lady Gaga, das wäre total Schwachsinn. Weil dann wäre es ja für mich so, als wenn ich ohne Alkohol kotzen würde. Ladies and Gentlemen, das sieht nach meinem Gast aus. Pass auf. Him, El Arsch und Sven. Er hat Millionen Tonträger verkauft und er wird noch mehr davon verkaufen, wenn er heute hier gewesen ist. Hier ist Wille Wallo von him. Welcome to the show. No, that's not. Yeah, we do. Normally the dog barks, but I don't know, maybe somebody's sleeping with him. May I introduce Klaas, Paulina. Oh, hello, everybody. Wille. Hello, Wille. Take a seat, my friend. What a wonderful coach you have here. Is that your style of... educational material on the table. Yeah, fantastic. We actually will have a... small soiree with that lady afterwards. She'll come and visit us. Also er hat gerade gesagt, was für eine wunderschöne... On camera, right. Oh. Er hat gerade gesagt, was für eine wunderschöne Lektüre wir hier liegen haben. Ja, Monika Iwanka kommt gleich auch noch dazu, habe ich dann gesagt. Und wir werden uns halten. First of all, congratulations to your new album. Thank you very, very and much. And then, actually, the topic that we have to talk about is not only your new album, but you've got a totally new life. You've got changed. Yeah, I'm biomechanical. They changed me into a cyborg. The real Wille is back in Helsinki. Das ist nämlich wirklich das tatsächlich Fantastische. Er hat ein neues Album, er hat auch sein ganzes Leben verändert. Er ist nämlich bionisch sozusagen. Er ist gar nicht mehr der wirkliche... Bionische Man, right. Yeah. No, but seriously, you changed your whole life in the sense of no more alcohol, no more drugs. Yeah, it's terrible, isn't it? How did that change come up? Well, try out, like... shitting and puking blood for a couple of months in a row and trying to work at the same time, it's not nice. Oh. And that was the decision to say, no, that's it? Yeah. The drugs don't work? Yes. Okay, also er hat tatsächlich aufgehört, Drogen zu nehmen, was ja sehr löblich ist, und trinkt auch nicht mehr. Und er hat gesagt, und ich wollte wissen, warum hat er das getan, weil er ist ja relativ lange gut damit gefahren. Hat er gesagt, wenn du die ganze Zeit nur Blut scheißt und auch Blut kotzt, dann ist es schwer zu arbeiten und ich musste was ändern. Er hat was getan und er hat jetzt ein neues Album und hat das Ganze ohne Drogen hinbekommen. Und jetzt interessiert mich mal, ob das nicht was total anderes ist. Isn't it totally different to write an album without any drugs or without any alcohol? I mean, isn't that kind of easier? Or? At the end of the day, I always wrote everything sober, but then in the evenings, that was a different cup of tea. I miss the crazy stories. I miss living in a Fellini movie. Okay. Where you wake up with different things each and every morning, and you know. Okay. It's very interesting, like living in a David Lynch movie,
But okay. It was a long David Lynch movie. It lasted for about your 10 years. Your life was a long David Lynch yeah, movie. Yeah, indeed. So okay. Now it's getting a bit more simpler. You know. Weil er hat gesagt, tagsüber war das gar nicht so schwer, tatsächlich ohne Drogen zu leben. Abends wurde es dann schwer, weil sein abendliches Leben hat sich immer so ein bisschen angefühlt wie ein David Lynch-Film. Ja? Aber der Film ging bei ihm halt 10 Jahre lang und nicht nur ein paar Stunden. Und es ist schade, dass das nicht mehr da ist, aber es tut ihm gut und deswegen freut er sich drauf. How it looks when you work on something without drugs? Heart Killer is the best evidence, I think, and we have a small glimpse of it and take a look at Heart Killer. Heart Killer, die aktuelle Single. Killer, die aktuelle Single von him. And the thing is, which is really interesting, have you ever thought of, like, you changed your life right now without drugs and stuff? Sure. Ever thought of changing the topic of the dark stuff? Or maybe becoming gay or something like that. Maybe like that? Did you ever think of becoming gay? Well, I was thinking that in America, there's those pastors that can make you, you know, if you're gay and they promise you that they can turn you into heterosexual, there must be somebody who does it the other way around as well. It would make life so easy on the tour bus. Imagine the orgies with five guys. It'd be great. Would be so easy. Yeah, like the no more groupies. Like you always have the same sex with the same guys. It makes it more experience. And the diseases. Yeah. You have to be so careful. Yeah. But with the guys, it would be, you know, we would share it all. Eigentlich wollte ich wissen, ob er mal das Konzept wechseln wollte, so ein bisschen ins Fröhliche. Er hat gesagt, meinst du, ob ich schwul werden möchte? Er hat gesagt, nein, das nicht. Aber er fände es ganz interessant, schwul zu werden, weil man könnte mit den Männern on Tour Sex haben. Man müsste keine Angst mehr haben um irgendwelche Krankheiten etc. etc. Do you like fake boobs, by the way? Depends. Ich wollte wissen, ob er gemachte Titten mag. Hier ist der beste Beweis. Monika Ivankan ist im aktuellen Playboy und Gast bei uns heute. Hallo. Bella Donna, bitte. Ja, einmal da Glas, Palina. Ja, das macht man so. Ich habe euch ein Gastgeschenk mitgebracht. Setz dich doch einfach hin. Ja, she's gonna take a seat left of me, you're gonna sit right of me. Best of both worlds. Best of both worlds. The nice thing, also das Schöne ist, wir können ein bisschen Deutsch reden, weil wenn wir langsam reden, versteht Wille alles, hat er eben gesagt. Ja, alles. Jetzt habe ich gerade gesagt, sie hat gemachte Titten. Habe ich jetzt an der Brüste beleidigt, wenn ich Titten sage? Nein. Nein, ist okay? Was sagst du dazu? Das ist ja euer Niveau hier, aber es ist schon okay. Ja, nee, wir wollten uns eigentlich dem Niveau anpassen, weißt du? Ja. Wenn man so vorlegt, ja. Nee, das sind niveauvolle Bilder, bitte. Niveauvolle Bilder, absolut. Aber was sagst du? Sagst du Titten dazu? Nein, ich sag Busen. Du sagst Busen? Busen. Ich finde, Busen ist das schlimmste Wort. Was ist, what are tits in Finnish? What do you say for tits in Finnish? Disset. Disset? Yes. That's a nice word. Wie ein Supermarkt. Yeah, that's kind of cool. That's kind of cool. Have you ever thought of taking off? We've just seen you topless in your video. We were thinking of getting, like, in Estonia, you can do, like, these implants really easily. So I was thinking of getting, like, a double chin implant. What kind of implant? Das finde ich gut. Er hat gesagt, er wollte sich noch nie für ein Magazin ausziehen, aber er hat mal über Implantate nachgedacht, und zwar für ein Doppelkinn. Yeah. Schön, aber jetzt erzähl du mal bitte. Du hast dich ausgezogen für den Playboy, offensichtlich. Wir gucken gleich auch nochmal auf die Bilder. Ist das eigentlich schwer, das jetzt so zu timen, dass diese Bilder dann in der gleichen Woche rauskommen wie das Kind des Ex? Oder? Das hat mich viel Geld gekostet, dass ich das auch so hinkriege. Der Playboy wollte es eher schon im Dezember rausbringen. Ich habe gesagt, das ist ja noch nicht so weit. Nein, es war nicht meine Entscheidung. Das war ich hatte gar nichts zu sagen. Die haben gesagt, raus, T-Shirt hoch und dann ging es los. Ihr wart relativ weit weg, ne? Wir waren in der Wüste. In der Wüste? In der Sierra Nevada. Sierra Nevada ist in Spanien, in der Wüste von Nevada, weil das Wetter genau, ist dann, ne? Genau. Wie ist das dann da? Ist das dann da kalt? Sind das deswegen so Nippelfotos geworden? Nee, oder? Ich hatte je Ex, der immer mit den Eiswürfeln gekommen ist. Ach, hau ab. Also nicht. Nee, okay, hatte ich nicht. Aber hat sich Überwindung gekostet, tatsächlich zu sagen, ich ziehe mich jetzt aus? Also befragt man da die Freunde? Macht man sich Gedanken drum, wer alles nachher nackt sieht? Ganz ehrlich, man macht sich Gedanken, aber das Ausziehen ist gar nicht das Schlimmste. Man macht, nee? Die Gedanken sind eher schlimmer als das Ausziehen am Ende. Gut. Wirklich ist. Die Gedanken sind eher das Schlimme als das Ausziehen. The thoughts are more dangerous than... No, you think about your family and everything, but... In the end, you take your top off and it's okay. It's normal. We're born like that. Gut. Ihr merkt schon, das ist ja ein Selbstläufer. Und an dieser Stelle machen wir dann, weil an so Stellen passieren immer ganz wilde Sachen, eine kurze Unterbrechung. Ich gebe ab zu Palina.
Ja, Palim Palim, da bin ich wieder und das heißt Werbung. Aber vorher habe ich eine kleine Info für euch. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass wir letzte Woche euch aufgerufen haben, bei unserem MTV Home Film Festival mitzumachen. Das heißt, ihr dreht Filmchen, zum Beispiel Ich und Ich oder Wenn ich du wäre oder Zuschauer-Crips, schickt sie uns an die unten gleich eingeblendete Adresse. Wir gucken uns die an, entscheiden dann, welche die besten sind und zeigen die dann später in unserer Sendung. Cool, ne? Jetzt kommt erstmal Werbung, danach das erste gemeinsame exklusive Interview von Wille und Monika Wallo. Außerdem ist 1A Heinz da. Wer ist das? Das ist ein frecher, wortgewandter Heinz Strunk. Bis gleich. Gleich geht's weiter mit Joko, Klaas, Palina und MTV Home. Präsentiert von Veltins V+. Brandneu. Sonntag. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei MTV Home. Gleich noch Heinz Strunk zu Gast, musikalisch als auch verbal. Und schon da, Wille Wallo und Monika Iwanka. Willes Album erscheint am heutigen Tage mit seiner Band Him. Und Monika war gerade im Playboy. Ich glaube, viel besser kann es sein. Was ist, ist gerade im Playboy? Ja, Entschuldigung. Wille. We've been talking about nudity before. We've been talking about you changing your life. Did something happen in your love life? How come? I don't know. Did you just... Little beautiful things, yeah. My jaw dropped on the floor a couple of times and my knees, I felt weak at the knees when writing the album, yeah. So I had a great muse. Okay. I was just thinking that what a beautiful Valentine's Day gift would that magazine be with our album. It would be the sonic stuff and then the visual stuff. It'd be really good. So you're a single? Unfortunately not. Okay. Ah, okay, also er ist gar kein Single. Ich wollte nämlich wissen, ob sich in seinem Liebesleben was getan hat, weil musikalisch sich alles ein wenig verändert hat bei ihm. Und er sagt von wegen so, aber wie schön es wäre, wenn man eine Muse hat, die so ähnlich ist wie diese in dieser Zeitschrift. Und dann hat sie gefragt, ist er Single? Hat er gesagt, nein, eigentlich nicht. But definitely, just to come back one short time to Heart Killer. The thing is that I kind of didn't get is that you can see it positive and negative, depends on the way you listen to it. So how did you see it then? I saw it positive because I'm in a way of I am in love. So this is positive. Then you got it right. It is positive. It is very positive. It feels as if for me the song is about you feeling dead. So that's why I'm singing about Lazarus and I'm singing about Frankenstein. You know, I'm singing about you feeling dead and empty inside until someone comes along and revives you and kills your heart with passion. Okay, ich wollte nämlich mal wissen, weil Heartkiller tatsächlich die Single, weil wer sich mal mit dem Text auseinandersetzt, man kann das sowohl positiv als auch negativ sehen. Ich sehe es positiv, aber die Frage ist ja, wie sieht er es? Und er meinte, nee, es war schon sehr positiv gedacht, weil er sprach auch von Lazarus da drin und von Frankenstein, also tote Personen, die durchs Leben erweckt werden, durch die Liebe, die ihnen dann herangetragen wird. Und so war es auch bei ihnen. Jetzt ist natürlich die Frage bei dir, hoffst du dir von den Bildern dann das Gleiche, dass so die Liebe in dein Leben kommt? Deswegen habe ich es gemacht. Deswegen. Ja, aber fühlt man sich dann nicht so wie ein Stück Fleisch? Ja, doch. Du hast ja vorher gesagt, du magst Fleisch, oder? Ja, gerne. Gerne auch. Und den Arm wiederum. Aber ich habe auch gerade gesagt, dass ich wirklich verliebt bin. Ja, okay. Ja, gut. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also, wie fühlt man sich als Frau? Man wird ja dann noch oberflächlicher betrachtet als sonst. Puh, das sagst du jetzt, ne? Ist das so? Ich frage mich, wie du dich damit fühlst. Also ich glaube du bist unter Umständen eine Wichsvorlage, um es auf den Punkt zu bringen. Ja, okay, dann bin ich das halt. Aber besser ich als er oder du oder so. Ja, danke. Das kann passieren. What do you think about those nudity pictures? Because I wanted to know whether she feels like meat due to the fact that she unpacked her stuff. Are you a vegetarian? No. Yeah, I don't eat pussy. You don't? Auf die Frage, ob er Vegetarier ist, hat er geantwortet, ich esse keine Muschis. Ja, das ist schon mal gut. Und Das war schon raus. Okay. I grew up with that stuff. I was working, my dad owns a sex shop in Helsinki, so... Right. Since I was 16 years old, 17 years old, I've been selling those magazines, so I know pretty well
And you know, Hustler usually they use ice cubes down there as well, just to make everything look really red. You see. Okay. Jetzt komm, nicht so verklemmt wie du. Okay. Jetzt komm, ich bin nicht verklemmt, ich bitte dich. Jetzt kommen mir die Geheimnisse raus. Er sagt, sein Vater hat einen Sexshop in Helsinki gehabt. Da hat er viel sich früher anschauen können und hat gesagt, beim Hustler haben sie übrigens auch Eiswürfel untenrum gemacht, damit alles rot war und schön war. Ihn schockt so schnell nichts. Uns schockt auch nichts. Actually, Wille, thank you very much for being on the show. It was a real pleasure. So you anytime. Throw me out. Yeah, just kind of. Kind of, okay, but you're kicking me out in a sweet way. Right, because I just wanted to say, whenever you are around again, please let us know, because it will be a great pleasure for us. Oh, yes, I will. And all the best for your new album. Ich bringe mal kurz die Tür. Ja, ich muss mir bequem hier, ne? Zieh dich schon mal aus hier hin. Als Frischfleisch. Till next time. Till next time. Ciao. Thank you so much. Have a good one. Have a good one too. Thanks. Ja, viel lockerer als du, du so. So, pass mal auf. Joko, Monika, habt ihr gehört, es gibt wieder News vom König der Herzen. Habt ihr das mitbekommen, jetzt um mal ein anderes Thema anzuschlagen? Wer ist denn das? Prinz Markus. Nein, nicht Prinz Markus, so ähnlich. Der Papa von, also der Kaufpapa von Prinz Markus, Prinz Frederik von Anhalt, ja.